Bin ja eigentlich ganz stolz auf mich, ne? Ich habe das geschafft. Ohne dass allzu viele Probleme entstanden sind. Und jetzt soll ich da oben, ne? Da gucken wir, da will ich noch hin. Das Looten ist echt schlimm. Also ganz ehrlich, da wünsche ich mir manchmal mittlerweile auch wirklich eine Funktion, so zu sagen, weißt du was? Du machst Aufträge, kriegst Geld dafür und dafür Pflaumenblütenschrein haben wir entdeckt. Und die kann ich dann, kriege ich da irgendwie eine Kohle für und für die Kohle kann ich mir die Sachen und dann muss ich ein bisschen Ressourcen, ich sag mal, schonend arbeiten. Das irgendwie so machen, dass nicht immer alles gleich weg ist und solche Sachen. Haben wir hier noch was? Nein. Zumindest nicht gerade. Da oben brennt alles. Ich bin jetzt bin ich gespannt. Vorsicht, mein Herr. Dieser Pfad ist gefährlich. Gefährlich für einen Samurai, aber nicht für eine Priesterin? Was tut ihr hier? Meine Pflicht. Ich kümmere mich um die Schreine. Nach dem Krieg werden die Leute diese Tori-Tore als Wegweiser brauchen, damit sie die Shinto-Schreine finden und die Kami um Schutz bitten können. Wir brauchen ihren Schutz jetzt. Ja, doch die Pfade sind zu heimtückisch. Ich wollte den Schrein in der Nähe besuchen und bin fast zu Tode gestürzt. Vielleicht erreiche ich ihn. Ich habe als Junge jeden Baum und Fels um mein Dorf herum erklommen. Wenn ihr es bis dorthin schafft, betet für unsere Insel und nehmt euch einen Omamori-Talisman mit. Tragt ihn bei euch, er wird euer Schicksal verändern. Und vielleicht das Schicksal unserer Heimat. Danke. Folgt den Tori-Toren. Sie führen euch zu den Schreinen überall auf der Insel und zu den dortigen Omamori-Talismanen. Okay. Okay, da will ich nicht weiterkommen. Okay. Okay, das ist nicht... Entschuldigung, wenn ich mal vergleiche jetzt hier. Ist das nicht so, dass du gedrückt hältst, sondern du musst immer wieder drücken, ne? Vor allen Dingen, gefühlt stößt das immer gleich ein, ne? Dürfen wir nicht das Feuer benutzen? Also, ah, wir hätten noch da lang gekonnt. Okay, danke für die Info. Muss ja wieder die. Oh. Bin fast abgeschürzt, Alter. Heißt das jetzt, wir müssen auch die Dings neu bauen? Können wir das hier aufmachen? Diese Brücke da neu bauen? Den Schrein ehren. Kriegen wir eine. Okay, drücken zum Talisman. Fügt bei 50 oder Prozent oder weniger Gesundheit weniger mehr Schaden zu. Oh, ausrüsten.
So. Bei 50 oder weniger wird der Schaden am mittleren Wert geändert. Müssen wir noch den Talisman der Effizienz nochmal abändern. So, 50% oder weniger Gesundheit zusätzlicher Schaden. Gegner töten stellt eine niedrige Menge Gesundheit wieder her. Und bei 50% oder weniger Schaden wird der erlittene Schaden um einen mittleren Wert verringert. Weil das, was ich jetzt noch habe, ist ja Talisman Immunität für Pfeile, für Pfeile. Das brauche ich nicht. Ach so, sieht das aus, genau. Ja. Suche nach dem weißblättrigen Baum. Weiße Blätter. Hier muss es sein. Ja, aber ich kann doch da nicht einfach rüberspringen. Ich kann auch rüberspringen. Ich hab's einfach gemacht. Und die Blumen noch. Da ist sie. Weiße Blätter. Wie die vom Blitz gebleichten in der Geschichte. Reise zum Hain der weißen Bäume. So, Bambus am Hauch. Oh, oh. Are you kidding me? Gefoltert. Schildträger. Holy moly. Da noch was? Nee, ne? Außer, dass wir hinter uns noch einen Bären haben. Und nein, die werde ich nicht herausfordern. Wir sind ja ein Ghost. Ah, hört auf! Ich habe ihm schon alles gesagt! Ich muss irgendwie ihn da kriegen. Das Frage, was ich mich jetzt natürlich frage, sind das. Nee, das scheint nicht zum Brennen zu sein, ne? Also die Fässer da. Ich habe mich gerade überlegt, ob ich. Der Mund weiß Tarla. Ein Usund und der Schweiger. Der Nigotschoi.
Der Tent Bagayu! Ich will die nicht töten. Nein. Oh. Oh, shit. Oh, ich hab's vermutet. Oh. Mann, ey. So. Sumota, wie denn nur der Freund? Shit. Sultan Havas nicht hier so. Wie dein Willengetschmidt. Sumon Horace Queen. Kum zum Töpfler! Der Mut! Komm, beschwörst du ihn bei Dute? Du bist bei dir! Oh, das war wichtig. Das war diesmal deutlich besser. Der Lichter. Gras. Hört auf! Ich habe ihm schon alles gesagt! Okay. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten, ne? Apropos, das, was mir gerade auffällt. Wir sollten vielleicht mal die Maske aufsetzen. Weil das bringt ja nämlich was, ne? Hört auf! Ich habe ihm schon alles gesagt! Okay, ich muss, glaube ich, von irgendwo von hier mal schießen. Nehmen wir uns mal schnell den auf. So. Ich überlege gerade, ist das so sinnvoll? Oh.
Oh, da. So. Das kann ich auch, mein Freund. Also einzeln kriege ich das mittlerweile gefühlt sehr gut hin. Kriege ich da noch ein paar Pfeile? Natürlich nicht. Schon alles gesagt. Ich tue alle Hand nur zu tun. So. Jetzt haben wir das auch. So, mein Problem ist jetzt natürlich. Wie wir am besten reinkommen, ne? Bitte rettet mich! War ein Mann namens Yasuhira bei den Mongolen. Er wollte den Himmelsschlag von meinem Großvater erlernen und nahm ihn mit sich fort. Euer Großvater ist in Gefahr. Wo sind Sie hin? Zu seinem alten Übungsplatz. Ein Duellring an der Komatsu-Küste. Bitte, rettet ihn. So. Haben wir hier noch was, was wir mitnehmen können? Nee, ne? Bestimmt nicht. Eigentlich hin. Da ein bisschen wir hin. Okay. Eigentlich müsste ich mich hier um den Bären kümmern, ne? Hira darf den Himmelsschlag nicht erlernen. Irgendwie in die Richtung. Fuchsbau. Oh Gott. Wo müssen wir denn jetzt hin? Eigentlich straight dahin, ne? Ja, weil da. Okay. Ich sehe schon. Ich muss irgendwie da lang und da rüber. Jemand hat den Baum gefällt, um hinüberzukommen. Oh, das wird jetzt eine epische Schlacht, gehe ich mal von aus.
Also rein. Hier hat Mongolen dabei. Und sogar richtig fette. Die drei, ne? Das Problem wird sein, und sagen. Das Gefühl, wenn ich den da jetzt kille, dann kommt der da auch noch. Jetzt leider nichts machen. Okay. Das muss Shigenoris Duellring sein. Ich komme zu spät. Was hat Yasuhira getrieben? Armer Mann. Yasuhira hat ihn getötet. Diese Klinge hat viele Duelle erlebt. Fußspuren. Noch frisch. Was? Yasuhira Koga. Der Schlechter der Rebellion. Ihr habt euch kaum verändert. Ihr wart noch ein Kind, als Yarikawa brannte. 15 Jahre lang wollte ich Fürst Shimura die Haut von den Knochen ziehen. Dafür werdet ihr nicht lange genug leben. Der alte Mann lehrte mich den legendären Angriff, bevor ich ihn tötete. Lasst es mich euch zeigen. Was? Fürst Shimura hätte euch besser ausbilden müssen. Oh, das wird interessant. Worauf wartet ihr denn noch? Ich warte nicht. Ich buche. Ja. Er ist schnell.
Mist. Fürst Shimura hätte euch besser ausbilden müssen. Oh, bitte gib mir doch den Kampf. Mensch. Er ist schnell. Worauf wartet ihr denn noch? Ich warte nicht. Ich beobachte. Lerne. Oh. Ei, ist das gut. Fürst Shimura hätte euch besser ausbilden müssen. Oh. Timing, 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 Alter. Oh, Worauf wartet ihr denn noch? Ich warte nicht. Ich beobachte. Lerne. Keine Chance. Alter, ist es. Nein! Fürst Shimura hätte euch besser ausbilden müssen. Oh, das ist fies, Alter. Worauf wartet ihr denn noch? Ich warte nicht. Ich beobachte. Lerne. Er ist schnell. Oh. Schlag konnte euch nicht retten. Was? Ihr habt größeren Respekt verdient. Ich verspreche, dass ich Tsushima mit Shigenoris Technik gegen alle seine Feinde verteidigen werde. Der Himmelschlag.
Meine Legende Bags. Der Unnachgiebige Wind. Maximale Entschlossenheit wurde erhöht. Gesundheit wurde erhöht. So. Wähle eine neue Geistwaffe. So, Schwarzpulverbombe. Rauchbombe. Eine Haftbombe. Oder Windglocke. Also eigentlich nur Schwarzpulverhaft. Nach unten kann ich nicht. Haft. Ne, dann nehmen wir diese. Die Schwarzpulverbombe. Wenn ich das Schwarzpulver der Mongolen in einen Tontopf fülle und anzünde, hätte ich eine Wurfwaffe. So. Geworfener Sprengstoff, der von der Explosion betroffene Gegner Schaden zufügt und sie zum Tummeln. LT mit Dings zum Werfen auswählen. Dann LT und B, um die Bombe auszurücken. Und dann die beiden zu werfen. Okay. LT da, LTB und dann LTR. Ho. So. Von der Munition. Achso, Kurzbogen. Verbesserung ansehen. Bambus. Wir können jetzt den Kurzbogen 3 machen, ne? Kosten, Bambus, Ebenholz, Vorräte. Okay. Hier fehlt uns definitiv noch Eisen und Gold vor allen Dingen. Und hier fehlt uns 30 Eisen. Himmlischer Falke, Schlag ohne Vorwarnung zu, wie die Jäger der Lüfte. Drücke zum Anzeigen. Schwerterkit, himmlischer Falke, Schlag ohne Vorwarnung. Oh nee, ne? Achso, da sieht das so wie ein Falke nur aus. Oh nee, das ist nicht. Weiß ich nicht. Wir können es ja mal ausprobieren. Shigenoris Ruhestätte. Fernkampfwaffe. Halte LT gedrückt und wechsel mit deiner Fernkampfwaffe. Achso. Okay. Nee. Das Ding, es steht da. Die und die. Ah. So. Oh, da muss auch noch gleichzeitig beide drücken. Eieieiei. So. Da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht.